Ziegelsteine habe ich keine mehr. Und arg. Das habe ich weder mit Strom versorgt, noch mit Kohle. Ja, ja. Wobei ich das auch nicht so mache. Sondern wir haben ja Kohle da bereits automatisiert. Da können wir das einfach mal so machen. Ach so, doch, da landet was in der Kiste. Ich habe jetzt aber genug bereits dabei. Vielleicht sogar viel zu viel. Ich hole nochmal Zinn ab, wo ich gerade hier unten bin. Dann können wir hier unten noch ein weiteres Förderband schon mal anfangen. Eigentlich brauchen wir noch zwei sogar. Und ich glaube, ich brauche auch zwei von diesen Seaweed Crop Facilities, oder sonst? Naja, aber nicht jetzt. Vergesse, mache ich lieber jetzt. So, dann mal eben an dem Wald da vorbei. Müssen wir hier noch mal ein bisschen korrigieren. Da komme ich ja sonst nicht vorbei. Wobei, das können wir lassen. Ne, können wir nicht lassen.
Schon wieder alle. So, die Mining Grills sind fertig, die kann ich mal eben platzieren fürs Eisen. Nur für den Fall, dass bestimmte Mining Grills dann halt kein Erz mehr haben. So, Strom sagt, alles gut. Radar sagt, Zink hatten wir schon, Tin, ein kleines Zinnfeld, obwohl es kann auch größer werden. Wir sehen jetzt nur so ein Fitzel davon. Hier sind auch nochmal Feinde, auch schön weit weg. Hier, ich hoffe, die sind auf einer Insel. Ansonsten, wenn die hier Umweltverschmutzung kriegen und dann hier irgendwie rumlaufen, wäre uncool. Das ist ein Problem hier. Wir müssen aufpassen. Diese Dampfmaschinen sind, glaube ich, auch das Problem. Ich glaube, ich werde die Dampfmaschinen nach unten verlegen. Okay. Aluminium! Wir haben Aluminium. Das Letzte, was uns zur Forschung braucht. Wir sind aber dicht dann an so einer Alien-Basis. Da werden wir einfach mal ganz heimlich so 2, 3 Erzförderer hinstellen und dann Fließband ganz weit runterlegen. Wir müssen jetzt sowieso hoch, um die Dampfmaschinen ein bisschen runterzuziehen. Da oben noch mal stehen. Okay, fangen wir hier mal an.
Warum ist das hier so langsam? Hä? Sind die Dampfmaschinen nicht verbunden? Und die haben kein Wasser. Ja, das ist natürlich ein Problem. Schon wieder so langsam habe ich. Ah, ich habe wieder Wasser unterbrochen. Oh. Gut, die da oben machen schon nichts mehr. Egal, das reicht hier aber. Strom ist maximal wieder bei 14,4 Megawatt, wie es vorher auch war. Wunderbar. Dann schleichen wir uns mal an den Aliens vorbei und holen uns ein wenig Aluminium. Ach so, genau, dafür brauchen wir natürlich auch jede Menge Fließbänder. Bleibe ich mal an der Seite hier. Muss man erstmal Holz fällen. Seht ihr das gerade? Das kann nicht mit der Hand geerntet werden, weil es Kohlgas benötigt. Müssen wir da gleich Kohlgas anschaffen. Müssen wir gleich mal gucken. Achso, Strom brauchen wir natürlich auch. Und es braucht tatsächlich auch Kohlgas. Interessant. Dann, ja, brauchen wir viele Rohre. Ich überlege auch gerade, ob ich es hier erzeugen kann, aber das ist auch Blödsinn. Hier vor allen Dingen möglichst ganz wenig Umweltschäden anrichten. Oh, ich bin jetzt da auch bei der Feindbasis. Da müssen wir mal gucken, wie viel Umweltverschmutzung das hier erzeugt. Ja.
Das war's schon wieder. Ach je. Da reicht mein Eisen gar nicht. So, und jetzt, na doch, ich gehe direkt durch den Wald, Eisen sparen, mir so eine Schneise graben. Jo, das war's. Bis fast runter sind wir gekommen, aber eben nur fast. Und jetzt fehlt mir Eisen, wobei hier ja auch Eisen angeliefert wird. Ein bisschen. Aber dann muss ich wenigstens nicht ganz runterlaufen. Wenn ich mir das jetzt einfach schnappe. So, mal schauen, ob das reicht. Kohlgas. Da haben wir das Gelbe, ne? Ich lasse das hier erstmal. Mit den Petrischalen. Oh, du machst das. Weil wir brauchen ja gar nicht so viel Aluminium.
Wir brauchen das halt nur für so eine Moosfarm. Eigentlich brauchen wir halt viel Moos. Aber nur wenig Aluminium. So, jetzt haben wir Kohlgas da oben. Oder? Nee. Habe ich einen Anschluss verpasst? Oh, du wirst dein Tarn nicht los. Ja, ist okay. Muss ich hier nochmal eben für Gummistopfen sorgen. So, jetzt haben wir dann oben auch Kohlgas, denke ich. Alles schön gelb. Es ist nur extrem wenig. Wird das hier noch irgendwo abgezockt? Nein. Das lasse ich ja gerade. Das Rohr ist halt extrem lang. Oh Mann. Ob da oben überhaupt was Sinnvolles ankommt, werden wir noch sehen. Jetzt müssen wir noch Strom auch hochlegen und dann Fließband runterlegen. Ich glaube, ich lege das hier ein bisschen weiter runter. Und ich mache auch nicht... 4 Förderer. Ich mach 2. Die. Ich habe nämlich Angst vor den Aliens, dass die wegen der Umweltverschmutzung am Rad drehen. Okay, sie machen schon mal was. Und was sagt die Umweltverschmutzung? Ja, ist nur ein ganz kleiner Fleck, momentan noch. Aber es wird ja wachsen und wachsen und wachsen. Wenn wir denn Forschung haben, dann müssen wir sehen, dass wir möglichst schnell irgendwie an Waffen kommen.
das wird auch nicht reichen mit den Fließbändern hier. Ich brauche ja Aluminiumplatten, ne? Dafür brauche ich erst Erz und dann einfach so einen Ofen. Ich werde das jetzt hier nicht ganz runterführen. So, und dann brauchten wir für Moosherstellung das für die Moospfannen. Den Rest habe ich, die Steinbricks habe ich nicht dabei, meine ich. Und Eisenplatten habe ich jetzt natürlich auch keine mehr dabei. Orte 10. Ne? So, während hier das Aluminium produziert wird, habe ich ein bisschen Holz gehackt. Und jetzt haben wir tatsächlich unsere 10 Platten zusammen. Und ich kann damit hoffentlich so eine Moosfarm herstellen. Ja, uns fehlen nur Ziegel und Eisenplatten. Alles klar. So, das lasse ich da oben jetzt einfach so laufen und ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, wenn die Aliens durchdrehen, dass sie halt die Aluminium-Erzförderer da oben alle vernichten und dann sind sie halt weg. Die werden deswegen nicht zur Hauptbasis vordringen, glaube ich nicht. Oh nee. Jetzt hat er sich Kupfer. Warum hast du dir Kupfer geschnappt? Oh, es ist zum Kotzen, weil er dann angefangen hat, Kupfer zu verbrennen hier. Ja. Ich pack da jetzt einfach von Hand Kohle rein und dann machen wir das hier weg. So, zumindest reichen unsere Ziegelsteine aber für eine Moosfarm. Der Moosfarm können wir jetzt oben das letzte Stück, das rote Pulver herstellen, das was wir noch für die rote Forschung brauchen. Ja, ich setze es mal einfach mal hier so daneben. Wasser und Kohlendioxid, okay. Wasserpumpe. So, das ist hier ein bisschen kürzer. Okay, dann machen wir es anders. Dann machen wir den hier 3 lang. Und noch mehr Untergrundrohre.
Ja. Also hier kommt noch kein Kohlendioxid an. Warum? Achso, darum. So, jetzt haben wir hier eine Moosproduktion, wobei wir das Moos erstmal für die Fabrik selber brauchen. Das muss hier direkt erstmal wieder rein. Und das dauert ewig, Wahnsinn. Und ich habe tatsächlich erst in dem ganzen Spiel ein Moos gesammelt. Ich weiß gar nicht, wo ich es her habe. Okay, dann würde ich sagen, belassen wir es jetzt erstmal mit dieser Folge und nächstes Mal fangen wir dann an mit unserer ersten roten Forschung. Wobei, ich kann schon mal eben gucken, wenn wir das Moos haben, wo stellen wir dann diese, oder wo stellen wir das her? Das Substrat in der Hand, okay. Mit der Zellulose, die wir da schon haben, eine ausreichende Anzahl, okay. Und das, dafür brauchen wir dann ein Research Center. Habe ich das schon in der Tasche? Nee. Das kann man schon mal bauen. Dann können wir auch so ein Labor bauen, wenn ich es finde, da. Er nimmt das Moos hier nicht. Nicht automatisch. So, jetzt können wir das Forschungsgebäude zumindest schon mal hinstellen.
Glasfiolen kann er sich selber nehmen und den das rote Pulver müssen wir dann per Hand craften. Das kann dann das Labor versorgen. Ja, richtig niedlich dagegen. Alles klar, dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.